Die schönen Herbsttage mit ihren bunten Farben haben uns heute auf den Eisacktaler Kestenweg bei Feldturns gelockt, wo noch bis Anfang November zahlreiche kulinarische und naturkundliche Veranstaltungen rund um die Kastanie stattfinden. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich bei Land und Leben. Und da berichten wir außerdem noch über diese Themen. Kuhkultur auf der Alm. Wie schön das Leben einer Kuh sein kann. Einst waren wir arm dran. Historisches und Privates über Bauernrechte früher und heute. Der Winterradikör vom deutschen Onsberg. Interessante Feldkultur als Zugpferd für ein abgelegenes Gebiet. Nicht nur die Kastanien haben jetzt Hochsaison, auch der spezielle Radicchio vom Deutschen Onsberg wird in diesen Tagen geerntet. Dieser Wintersalat ist im Unterschied zur Kastanie bei uns eine neue Kultur. Erst seit den 90er Jahren wird er am Deutschen Onsberg angebaut. Ein Gebiet an der Grenze zum Trentino, das mit seinen drei Kleingemeinden Profeis, Laurain und unsere liebe Frau im Walde St. Felix lange als strukturschwach galt. Seit 30 Jahren aber kann mit EU-Geldern aus dem LEADER-Programm vieles verbessert werden. Und dabei hat auch der Radicchio einen Teil dazu beigetragen. Radicchio-Ernte am Häuslerhof in Profeis. Elmar Meierhofer führt weiter, was sein Vater Mitte der 90er Jahre angefangen hat. Mit dem Anbau und der Vermarktung des Deutsch-Nonsberger Winterradicchios in der Fachsprache Radicchio Tardivo Lungo. Also, ich muss sagen, ist sicher ein super Boden für den Radicchio. Ist leicht sandig, nicht empfindlich gegen Krankheiten. Und wo sind's da einfach das Verurteil macht, ist normal, dass es im Herbst einfach kühle Nächte gibt. Und das ist gut für den Radicchio, weil dann kriegt er die typisch rote Farbe und den Geschmack. Das ist für mich ein ziemlich guter Nebenerwerb, weil rein mit der Viehwirtschaft, mit auch Milchkühe ist wenig. Ist im Sommer ein guter Nebenerwerb. Inzwischen haben sich knapp ein Dutzend Bauern am Deutschen Onsberg auf den Anbau des Winterradicchios spezialisiert, mit beratender und finanzieller Unterstützung durch das LEADER-Programm. Dabei sind im Zuge der Förderung von strukturschwachen Gebieten am Anfang, ab der 1995er Jahre, reichlich Gelder geflossen. Ich kann mich erinnern an das erste LEADER-Programm, LEADER 2, Deutsch-Nonsberg. Damals war es ja nur für den Deutsch-Nonsberg ein einziges Programm mit, glaube ich, 8 Milliarden Lire, die damals ausgeschüttet worden sind. Das wären immerhin, glaube ich, ca. 4 Millionen Euro heutzutage. Und da ist auch sehr vieles an Basisinfrastrukturen und an Impulsen geschaffen und gegeben worden. Nicht nur die Landwirtschaft hat davon profitiert. Das gesamte Gebiet mit seinen 1350 Einwohnern erfuhr eine wirtschaftliche und soziale Aufwertung. Mit der Sanierung von öffentlichen Infrastrukturen und Gebäuden, Alm- und Weideverbesserungen, Jugendprojekten, Gestaltung von Themenwegen, Sanierung von Wanderwegen und Projekten zur Dorfgestaltung. Es wäre schwierig zu denken, wenn man all diese Programme nicht gehabt hätte in den vergangenen Jahren, wie dann die Situation ausschauen würde. Wahrscheinlich sehr viel schlechter, als sie heute ausschaut. Ein gelungenes Beispiel dafür ist Profeis. Die kleinste Gemeinde am Deutschen Onsberg mit 260 Einwohnern besitzt heute ein schmuckes Dorf mit zwei Gasthäusern, einem Dorfladen, mehreren Urlaub auf dem Bauernhofbetrieben, sanierten öffentlichen Gebäuden und herzeigbaren Infrastrukturen. Die LEADER-Finanzierung sind sämtliche Projekte umgesetzt worden im Dorf und haben im Ortsbereich und auch auf den Höfegruppen der Verbesserungen gebracht. Teilweise sind auch ein paar Ferienwohnungen über LEADER finanziert worden, das eigentlich nachher ein zweites Standbein für die Höfe der ist. Aber das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir junge Leute zu wenig da haben, die sich auch sagen, ja, ich will da im Profeis bleiben und ich will mir da im Profeis die Zukunft aufbauen. Das Ziel, mehr Gäste und damit mehr Wertschöpfung in die Dörfer am Deutschen Onsberg zu bringen, ist jedoch gelungen. So konnten mehrere Tourismusbetriebe, wie beispielsweise auch der Gasthof zum Hirschen in Unsere liebe Frau im Walde, ihren Betrieb erweitern.
Das angeschlossene Restaurant ist inzwischen weitum für seine feine Küche bekannt. Und hier spielt, so wie im Frühjahr der Löwenzahn, im Herbst der Radicchio vom Bauern nebenan eine Hauptrolle. Wir benutzen die ganze, von der Wurzel bis zu die Blätter. Man kann einlegen, fermentieren, kochen oder eine Fülle draus machen. Und dann machen wir Ravioli, Tagliolini oder als Beilage. Und dann machen wir als süße Variante, die man einlegen, mit die Wurzeln, die man einlegen, süß, und der Radicchio auch. Die Radicchio-Toge sind einfach das A und O von Deutschen Onsberg im Herbst. Und es wird die große Nachfrage ist da. Wir sind sehr froh und wir sind auch sehr froh, dass die Bauern uns den liefern, weil es ist ein einzigartiges Produkt. Hubert Ungerer hat von Anfang an, seit 1995, die Projekte im Liedergebiet Deutsch-Nonsberg koordiniert. Später wurde das Liedergebiet ausgedehnt auf Ulten, dann Martell und letzthin auf das Unterland, zusammengefasst aktuell als Liedergebiet Südtiroler Grenzland. Und dementsprechend ist die Fördersumme bzw. die insgesamte Geldmenge weniger geworden, wenn man es jetzt nur auf den Deutschen Landsberg bezieht. Aber trotzdem, allem noch, bietet es die Chance, dass man Initiativen und Aktivitäten und Einrichtungen unterstützt und schafft, die aufbauend auf das, was gemacht worden ist, auch weiterhin die Entwicklung des Gebiets unterstützt. In Südtirol bewerben sich insgesamt 6 Liedergebiete für die neue Förderperiode 2023 bis 2027. Den ländlichen Raum auch für junge Leute attraktiv zu erhalten, ist dabei eines der wichtigsten Ziele. Wir haben in diesem neuen Programm eine total neue Aktion drinnen, das ist die Unterstützung für Start-ups, und wir erhoffen uns schon, dass dadurch auch das eine und das andere auch am Deutschen Landspark neu entsteht, dass es junge Leute vor allem auch gibt, die sagen, dies ist die Gelegenheit, um wirklich auch eine Aktivität auch in die Tat umzusetzen durch diese Unterstützung, die wir da geben werden. Inzwischen hat der Bauer vom Häuslerhof die Radicchio-Ernte des Tages zum Magazin der Dilek gebracht. Zwischen Profeis und Laurein befindet sich der Sitz der kleinen Genossenschaft mit Betriebsgebäude und Magazin. Auch diese errichtet mit Liedergeldern. Hier wird der Salat samt Wurzel in ein Wasserbad gelegt. Dadurch erhält er seinen leicht bitteren Geschmack und die knackige Konsistenz. Nach 2 Wochen im Wasserbad putzt Elmar Meierhofer, der auch Obmann der Genossenschaft ist, den Radicchio zu und entfernt die äußeren Teile. Übrig bleibt das sogenannte Herz, das vor dem Verkauf nochmal gereinigt wird. Die Wurz ziehe ich das Wasser auf, das Herz speichert das Wasser. Die Odern, was wir da sehen, was du sagst, quietscht, der ist erst der Bauch und Knien. 14 Tage im Wasser, ziehe ich das Wasser auf, die Blattoder wird ganz hell und knackig. Praktisch, da ist jetzt der Geschmack drin. Das ist das veredelte Produkt. Die dunkelroten Blätter mit den weißen Blattrippen sind reich an Vitamin C, Vitamin A, B-Vitaminen sowie Kalium. Und die darin enthaltenen Bitterstoffe fördern die Verdauung. Für 1 Kilo Radicchio erhält der Bauer um die 5 bis 6 Euro. Geliefert wird der Wintersalat an lokale Gastbetriebe und Gemüsehändler der Umgebung. Ein kleiner Teil geht in den Großmarkt. Wirklich die große Arbeit ist einfach der Veredelungsprozess. Wasser rein, Wasser raus, erwaschen, putzen, infassen. Ist sicher ein bisschen Arbeit, aber halt. Wie gesagt, ein schönes Produkt braucht einfach ein bisschen Mühe. Ja. Ein schönes Produkt braucht Mühe. Das trifft im Kleinen auf den Radicchio zu und wohl auch auf das gesamte Liederprogramm, das viele positive Spuren gelegt hat und nun nach 30 Jahren wieder in eine neue Förderperiode startet.
Bauern und Bäuerinnen sind frei und können unabhängig entscheiden und wirtschaften. Was heute als selbstverständlich gilt, war vor 500 Jahren undenkbar. Leibeigenschaft und drückende Abgaben lasteten auf dem Bauernstand. Erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts erhielten die Bauern allmählich mehr Rechte, wie es schon der Anführer der Bauernkriege Michael Geismayr in seiner Tiroler Landesordnung 1526 gefordert hatte. Was aber bleibt von der Geschichte bis heute und wie viel wissen wir darüber? Das hat Martin Hanni bei einer Historikertagung in Brixen erfahren und von einem Bauern in Lüsen beim Durchblättern seiner Hofchronik. Bauerntum und Geschichte. Dazu gäbe es Unzähliges zu erzählen, auch am Pardellerhof in Lüsen. Ja, ich habe eigentlich schon die letzten Jahre eigentlich halb das in den Hinterkopf gehabt, weil ich einmal den Hof übergebe. Und das ist jetzt die Zeit gewesen, das letzte Jahr haben wir den Hof eben übergeben. Und dann gehört in die Kinder und auch meine Enkelkinder in die Zukunft, damit sie sich erinnern können, wo komme ich her. Wo ist meine Wurzel vom Hof, wo bin ich her, von wo kommen meine Verwandten her. Das ist halt schon in meinen Kopf gereift. Dann haben wir die ganzen Verwandten alle gebettelt, was wisst ihr von früher, was warst du von früher. Das müssen wir alles am Dienstag Geschichten erzählen, wir sind tageweise zusammengeguckt und dann Geschichten erzählen gelassen und alles zusammen. Das Wichtigste hat er in ein Buch hingeschrieben. Und dann habe ich auch noch eine Reihe, mal, hat mein Bruder der Klaus gesagt, jetzt machen wir noch eine Familienchronik. Dann geht's in Ordnung. Das Buch zum Hof samt Familienchronik. Familie Mitterrutzner hat darin alles zusammengetragen, was sich an Geschichten und Dokumenten aus den vergangenen 7 Jahrhunderten erhalten hat. Die am Hof aufbewahrten Fundstücke wurden gemeinsam mit dem Historiker Ernst Delmonigo aufgearbeitet. Viel Wissenswertes kam ans Tageslicht. Und von seinem und mir als urkundlich erwähnt, was Hofübergaben, wie die Weichen von außen gezahlt worden sind, was mitgegeben worden ist. Und wenn auch Gründe verkauft worden sind oder auch Streitereien gewesen sind, was gerichtet worden sind, das ist alles noch in den Urkunden und mir die Kennschiene nachlesen. Also ich bin ganz überrascht gewesen, weil ich da alles mitkriegen. In die Urkunden wird geschrieben, der Hof hat sich bei der Hof gekehrt, der alten Bisse hat sich in seinen Hof gekehrt, die Mühle hat sich in den Hof gekehrt. Also da sind all meine Aussagen und Sachen, was ich in meinem Leben nie gewusst habe, dass die überhaupt einmal zu den Hof gekehrt haben. Die weiß ich heute alle die Flächen. Und die sind einfach alle früher bei den Hof dabei gewesen. Geschichte hautnah erlebbar. Am eigenen Hof mit einer eigenen Publikation. Das hat auch den Jungbauer überzeugt. Ich habe das erste Mal umgeschaut, dann war ich selber begeistert und auch stolz darauf, dann war ich schon Hofbesitzer. Einen richtigen Stolz an den gekriegt, was ich einen geschichtsträchtigen Hof übernommen habe. Und ich war ganz erstaunt, was da früher alles gegangen ist. Halt. Und ich froh, dass das der Vater da niedergeschrieben hat in dem Buch. Höfearchive wie jenes am Pardellerhof sind ein noch kaum bearbeitetes Feld in der Geschichtswissenschaft. Wann ging es gut am Hof? Wann musste der Gürtel enger geschnallt werden? Der Historiker und Archivar des Stadtarchivs in Brunneck, Andreas Oberhofer, bereitet derzeit eine Publikation zur Thematik Höfearchive vor. Welchen Stellenwert haben bäuerliche Archive? Ein Archiv ist ja immer mit dem Träger eng verbunden. Das heißt, ein Archiv kommt nicht irgendwann auf einen Hof, sondern wächst mit dem Hof, mit der Familie, die den Hof bewirtschaftet, mit. Und das ist einfach ein organisch gewachsener Bestand, eine Sammlung von Dokumenten zur Geschichte des Hauses, zur Geschichte des Hofes, zur Wirtschaft vor allem. Wenn man vorher eher von wirklichen Archiven, auch nach der Definition, sprechen kann, haben wir später im 20. Jahrhundert vor allem eher Sammlungen. Da sind dann auch Schulhefte dabei und Erinnerungen an die Kinder und Bastelarbeiten. Vom Bauernhof zum Tagungsort. Vor wenigen Wochen fand eine wissenschaftliche Tagung unter dem Titel Bauernkrieg im Vergleich in der Cusanus Akademie in Brixen statt. Gekommen waren viele in dieser Thematik bewanderte Experten und Expertinnen, berichteten über die Zeit von vor knapp 500 Jahren, als die Bauern noch Leibeigene und Diener von Adeligen und Königen waren und ihr Leben vor allem durch Armut und harte Arbeit bestimmt war. Das ist zwar alles sehr lange her und dennoch gibt es Parallelen zu heute. Was man merkt, ist, dass die Zeit um 1500, das ist ein bisschen vergleichbar mit heute. Es kam dazu wirtschaftlichen, konjunkturellen Veränderungen. Lebensmittel wurden teurer, Löhne stagnierten. Das heißt, da kann man schon ein bisschen Parallelen ziehen. Und
das Ergebnis davon ist, dass die Leute davon betroffen waren. Betroffenheit, die sich in den kleinen bäuerlichen Gesellschaften breitmachte, zum großen Aufschrei und zum Aufstand führte. Festgehalten ist dazu vor allem die Sicht der Männer. Damit die Männer aufstehen konnten, ihre Höfe, ihre Gemeinden verlassen konnten, musste es Menschen geben, die eben dafür sorgen, dass die Wirtschaft und die Existenz letztlich auch weiterging. Und das ist der Grund, warum wir beispielsweise in Strafdokumenten, wo ganz gezielt dann Aufständische bestraft werden, wir Namen haben, wir ihre Herkunft haben, Berufe haben, eben nicht die Frauen auftauchen. Aber wir können über diese Dokumente schon ganz gut die Lage auch der Familien einschätzen. Nicht wegdiskutiert werden kann auch der weit über Südtirol hinaus bekannte Kämpfer für bäuerliche Anliegen, Michael Geismayer aus dem Wipptal und seine wegweisenden Formulierungen in der Tiroler Landesordnung. Viele Mythen ranken sich um ihn und sein Werk bis heute. Es sind tatsächlich demokratische Elemente in dieser Landesordnung natürlich drinnen. Zum Beispiel die Wahl von Richter und Geschworenen, die also von der Dorfgemeinschaft gewählt werden sollen. Das ist natürlich demokratisch und der herausragendste Punkt ist sicher die Deprivilegierung des Adels und des Klerus. Das heißt also eine Gleichstellung der Menschen, die ja früher in 4 Stände in Tirol untergliedert war, in Klerus, in Adel, in Bürger und Bauern und nun eine Gleichstellung dieser 4 Stände. Das ist natürlich schon ein revolutionärer Ansatz, muss man sagen. Ein Ansatz, der seit wenigen Jahren am Landesarchiv in Bozen eingesehen werden kann. Das für die Bauernkriegsforschung und für Südtirol so wertvolle Geismayer-Dokument wird neben 4 Geismayer-Briefen sorgfältig aufbewahrt. Es war ja lange Zeit verschollen. Viele Historiker haben danach gesucht, aber keiner wusste wirklich, wo es umgeht. Jetzt 2012 wurde es wieder von Innsbruck nach Bozen zurückgestellt. Und es ist auch deshalb so wichtig, weil es nur 3 Abschriften gibt. Eines davon ist eben hier in Bozen nun wieder einzusehen. Ein weiteres in Brix im Diözesanarchiv und eines im Österreichischen Staatsarchiv in Wien. Gesucht, gefunden. Heißt es nicht nur in der Wissenschaft zu den großen Bauernkriegen, sondern auch in den vielen kleinen Höfearchiven des Landes, die somit ebenfalls Schlüssel zu neuen Erkenntnissen sind. Forschen und da in der Sache drin arbeiten, das ist etwas von Interessantesten, was man heute auf einen Hof tun kann. Ich kann gleich appellieren, einen anderen Hofbesitzer das umzugehen, weil es ist etwas für die nächste Generation, für die übernächste Generation, wo sie können zurückgreifen und sich wird einfach alles vergessen. Ob Bauer sein unter vollkommen anderen Vorzeichen vor 500 Jahren oder heute. Die Geschichte belegt, was die Bauern waren und was sie sind und wie sie Geschichte weiterbauen. Ja, sehr beeindruckend, was die Familie vom Badellerhof in Lüssen mit ihrer Hof- und Familienchronik da verwirklicht hat. Zu einem anderen Thema nun. Kühe sind ganz besondere Lebewesen. Sie sind normalerweise äußerst sanft und in sich rund. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Sie sind aber auch neugierig und manchmal schreckhaft. Und Kühe werden aggressiv, wenn sie schlecht oder falsch behandelt werden. Und genauso wie wir Menschen leiden sie unter Überforderung und Stress. Ein besonders schönes Kuhleben aber führen die Kühe, die wir im Sommer auf einer Alm besucht und beim Almabtrieb kürzlich begleitet haben. Wir haben schon die Rasse Graufi gehabt, weil wir da mit der Alm eine tiefe Verbundenheit haben und dass die Kühe bei uns logisch war, dass die auf die Rollbauer kommen und die sind da am leichtesten zu halten. Und die können sich da aus sein, trittsicher und in die passt da, wie man sieht. Und das spiegelt sich halt im Charakter auch wieder, weißt, dass sie ein bisschen ein anderes Gemüt, ja. Und plus ist ja der eigene Umgang mit dem Viech ist ja das Wichtigste, nicht? Wenn man
dass man mit den Viechern einen ruhigen Umgang hat und dass man mit denen, ja, man kann ja damit reden, auch, ist ja gleich. Das lachen viele drüber, aber. Hey, mach's ja hin, schau geht's. Na! Jetzt habe ich keinen Hut mehr. Bei uns ist es so, dass die Familie, meine Frau und die Kinder, sie sind auch gerne im Stall. Und oh Mann, ganz einen speziellen Umgang alle mit den, schon als Kalbler, das muss Sam schon losgehen. Ne? Da, wenn die dürfen, Sam, müssen die auch schon zu dir zugehen, nicht wegwärts, nicht, wenn sie auf der Wade sind. Und dann hast du ein feines Arbeiten mit dem Viech. Ne? Ja, das ist die Cora, der ist 2009 geboren. Und da sieht man jetzt das Horn, dass das schon ab einem gewissen Alter dreht sich das noch einmal. Man sieht es da ganz schön. Und da sind eigentlich, ja, bei den Anki auch, sieht man da die Ringe. Da sieht man so Ringe, da kann man zählen, wie oft das der gekälbert hat. Ne? Und bei der sieht man es halt ganz schön da, ja. Jetzt kälbert es das 12. Mal, ja, was ist allebei hochträchtig. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Kuh schon das Horn braucht, um sich körperlich gesund zu halten. Weil so wie wir Menschen uns über die Fingernägel entgiften, tut das wahrscheinlich die Kuh übers Horn auch. Und sonst hat sie das Gift in ihr drin. Ne? Und deswegen denke ich immer, dass die Kuh das Horn schon braucht. Ja. Bei der Kuh kannst du bei den Augen zufahren, hast du das vollste Vertrauen. Nichts da, der kann in die Augen hineinfahren, der macht keinen Zapplach. Heim gehört zu dir. Ich habe die Landwirtschaftsschule gemacht, dann hat es geheißen, ja, Milch produzieren und brauchst eine andere Rasse. Dann hat man schon einmal probiert. Nicht? Mal zwei so eine bärige Kühe gekauft und halt auf den Allbauer getan. Aber nein, das hat alles keinen. Es hat nicht funktioniert halt einmal bei mir. Nicht? Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich ist glaub, die Albe nicht das Richtige für solche Kühe, ja, für die, was viel Milch geben. Und vielleicht hat es mir auch nicht die Zufriedenheit gegeben. Das kann schon sein. Dass mir gefällt deshalb besser, so wie ich es jetzt habe. Und auch die Kinder sagen, dass es so feiner ist, arbeiten. Nicht? Genug war nie, oder? Ich sage allem, der, was genug hat, hat es ja erreicht. Und dann ist er ja erreicht. Ne? Und der eine, wenn er noch mehr hat und hat noch nicht genug, hat er es nicht erreicht, also ist er nicht reich. Boah, mehr. Und plus das da vorhin, was wir da oben haben, es reicht um genug. Hell. Und mitnehmen kann man alle nicht. Ne? Ich komme wirklich auch nach einem stressigen Alltag. Da kann ich richtig gut entspannen. Auch durch Natur, Landschaft, logischerweise das Viech auch. Und das ist ein wichtiger Teil für mich. Ja. Meine Kuh ist die älteste, heißt die Cora. Mittlerweile 14 Jahre, mit der bin ich auch gewachsen. Die gehört zu mir. Die kennt mich, kennt sie. Wenn ich einen Stall hineingehe, sie ist gleich die Erste. Ich merke, wenn sie einen guten Tag hat oder nicht. Oder wenn ich weiß, ist sie gut dran, kann ich gut zugehen. Logisch, das ist wie bei den Leuten. Jemand mag man mehr, jemand weniger. Aber man kommt mit allen gut aus, auf jeden Fall. Unsere Kühe, die haben ein gutes Leben. Die sind das halbe Jahr allem außen. Sie dürfen auf die Allbauer gehen. Wir alle schätzen das voll, wenn das Viech da ist. Wenn man merkt, ihnen geht es gut. Und logisch, wenn man andere Betriebe sieht, andere Stellen sieht, ich werde auch viel voll nachdenklich, ja. Hell schon. Ja, der Sommer ist gut gegangen. Es war das Wetter gut und gewachsen ist auch viel. Man kann ja noch oben bleiben, so viel wie jetzt. Das Wetter schön ist und es ist nie kalt. Aber ja, einmal ist die Zeit da, dann wird halt angetrieben. Wir haben hier ja auch noch viel Waden. Und das ist der Brauchtum, dass man in Rasare Samstag das Viech treibt.
Und deswegen ist morgen der Tag und morgen dreimal halt da. Ja, es ist schon wie immer. Es ist noch ladig, ja. Wenn der halbe Sommer schon wieder vorbei ist, weil es geht so schnell. Ja, jetzt haben wir im Stall haben wir halt den Weg geputzt und dann da den Zaun aufstellen, dass sie gleich morgen etwas Frisches zu fressen haben und dass sie sich da auch gleich wohlfühlen. Ne? Ja, das hat ihm noch der Vater gemacht. Und nachher in den 10 Jahren auch, weil ich bin 14, 15 Jahre alt gewesen, dann hat mich mitgeholfen. Und dann haben wir nachher all diese Elane gemacht. Schon fast 60 Jahre und ich habe Grenze gemacht, auch, jedes Jahr. Und die tue es gerne, nicht? Nachher machen auch die eben das. Ja. Solange ich in Stand bin. Die Grenze, was wir machen, die machen sie nirgends. Nicht? Die machen es leider mir auch. Die siehst du nirgends, solche nicht. Weil da machen wir, die kommen bei den hohen Nummern. Ja gut, die anderen Kinder haben auch keine Horn mehr. Dann kannst du denen nicht trauen. Ja, wie gesagt, es ist die Geschichte Wolf, was es mir bislang macht. Gell? Dass wenn weniger Viech auf der Alm kommt, dass, wenn das stärker kommt, das Problem, kann halt sein, dass man total die Freude nehmen. Ja, und halt auch schaut, wenn es so wäre. Das ist eine wichtige Tradition bei uns, ein wichtiger Brauchtum, den wir schon seit langer Zeit pflegen. Es sind viele Emotionen dabei. Es ist voll schön, wenn das Viech wieder von der Albe gesund heimkommt. Und das kann auch gefeiert werden, ja. Der Tag, das ist der schönste Tag im Jahr. Da kommt nicht anders. Als Kind habe ich schon zwei Wochen davor nicht mehr gekannt schlafen. So viel aufgeregt war ich. Mittlerweile geht es schon. Also noch bin ich freue mich, aber ich bin nicht aufgeregt. Das ist uns wichtig, weil das so ein bisschen der Dank ist vom ganzen Jahr, dass alles gut gegangen ist. Und das hat der Opa das in allem getan. Und auch die Leute, die Kollegen und die, die da kommen zu helfen, die tun das einfach gerne. Und bei mir sind auch die Kinder und die sind alle fanatisch da. Und das da noch die Glocken alle leiten, da steigen an die Gänserippfau, wenn man da mit den Kühen durch den Strauß anfährt. Die Galante, die geht jetzt auch schon nicht das erste Mal mit. Und die kennt auch schon den Weg mittlerweile. Und die wissen den Weg. Da muss man eigentlich noch nicht mehr viel tun. Wenn man alte Kühe dabei hat, nachher, sagen die Hellen, die Jungen praktisch schon im Weg. Nachher muss man nicht viel tun. Und das war schon wieder unser Blick ins Land und auf die Landwirtschaft bei Land und Leben. Ausgehend vom Kestenweg im Eisacktal, wo noch bis Anfang November verschiedene Angebote rund um die Kastanie zu erleben sind. Und direkt am Kestenweg braten Bauern jeden Sonntag Kastanien und bieten diese mit anderen Hofprodukten zum Verkosten an. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 18. November. Danke für Ihr Interesse. Bis bald. Auf Wiedersehen.